13. Spieltag in der DL2 und damit ein Hallo und ein herzlich willkommen hier aus der Energieverbund Arena, hier bei Spray TV. Die Dresdner Eislöwen empfangen niemand geringeren als den amtierenden Meister der DL2, die Ravensburg Tower Stars. Ja, Jordan Klagstedt auch wieder hinten an der blauen Linie. Der Abschlussmöglichkeit für Piermaier. Scheibe bleibt heiß, Hanusch. Sturm. Jetzt die Möglichkeit für Ravensburg. Starker Save von Marco Eis mit dessen Gegenschlag. Dann kommt der Dresdner zu Fall und dann Schussmöglichkeit, aber Eis nur pariert. Boah, Dresden bändelt hier förmlich in den letzten Minuten um den Gegentreffer. Nächste Möglichkeit und das Tor. Es hat sich angedeutet. Patrick Seifert zum 1:0 für Ravensburg. Ja, du hast es gesagt, Dresden hat förmlich drum gebändelt in den letzten Minuten und jetzt ist es passiert. Ich weiß sogar nicht, ob da sogar noch der Dresdner dran war mit dem Schläger. Müsste, wenn dann Dotzler gewesen sein. Na, geht durch die Beine von Dotzler. Ja, dann auf die Sicht verdeckt für Marco Eisenhut. Und Ravensburg geht 4 Minuten 15 Sekunden des ersten Drittels in Führung. Ja, Steve Rupich jetzt bei mir zum Pauseninterview. Spielstand nach 20 Minuten 1:0 für die Gäste. Ihr wirktet in der ersten Anfangsphase etwas langsamer. Die Gäste haben euch früher Druck gesetzt. Wie ist deine bisherige Spieleinschätzung? Ja, wir wirken langsam, weil wir viele Stockfehler im Spiel haben. Wir haben zu viele Fehler im Aufbau, wo wir die jedes Mal wieder in unser Drittel reinkriegen. Die müssen wir minimieren, müssen schneller nach vorne ins Angriffdrittel kommen. Unsere Checks zu Ende fahren, um einfach die Energie zu kriegen. Wir brauchen mehr Speed hier im Spiel. Ja, das 1:0 wirkte dann so ein bisschen wie ein Weckruf. Ab dann wirkte ihr ein kleines bisschen wacher, konntet etwas mehr Akzente nach vorne setzen. War das so, dieser bekannte Weckruf? Ja, vielleicht haben wir den gebraucht, aber sollte nicht sein. Wie gesagt, wir müssen jetzt besser reinfinden. Wir haben jetzt die letzten 5 Minuten ganz gut gespielt. Darauf müssen wir aufbauen und jetzt einfach noch mehr Gas geben. Perfekt, dann vielen Dank, dann viel Glück für die letzten beiden Drittel. Und damit gebe ich ab in die Pause. Nächste Möglichkeit, David Zucker und Tor für Ravensburg. Dresden erneut in Überzahl und kassiert hier das 2:0. Weil man an der Bande auch die entscheidenden Zweikämpfe verliert, und dann tut einem Marco Eisenhut im Tor der Dresdner einem richtig leid. Aber auch schön geschossen, muss man noch dazu sagen. Schön unter das Dach gezogen. Aber sowas darfst du auch nicht kassieren. Sturm. Zucker. War eine Strafe angezeigt. Schmidt kommt vom Eis. Und Tor für die Tower Stars. 3:0 bei angezeigter Strafe. Komplett frei, kommt er zum Schuss. Und Robin, ich bin ja offen ehrlich, unterm Strich in der Höhe auch mehr als verdient. Absolut, mittlerweile schon. Man sieht ja auch in vielen ratlose Gesichter auf den Rängen. War unnötig da von Steven Rupprich, diesen Check da auszuteilen. Sitzt der Frust schon etwas tiefer, da hat man es gesehen in so einer Situation. Ja, ein Zauner kreuzt sich da auch schon wieder den nächsten. Ich denke auch, bin ich auch von ehrlich, das wird nicht die letzte Aktion am heutigen Abend gewesen sein. Ich denke, da wird noch ein bisschen was kommen. Ja, hier Hände vom Weg von Steven Rupprich. Checkt da den Gegenspieler in die Bande rein. Ja, Ravensburg sofort in der Formation. Und da ist das Tor! 4:0 für Ravensburg. Da war Marco Eisenhut sogar noch dran. Und dann von ihm geht die Scheibe ins Tor. 4:0. Nach 31 gespielten Minuten im Spiel. Boah, die Frage, die sich mir stellt, was kann Rigo Rossi jetzt noch machen? Dresden hat schon den Trainer getauscht. Bradley Quetten durfte hier nach. Ja, ich glaube 4 Spieltage waren es, nicht mehr weitermachen. Ja, ohnehin
Man hat den Sportdirektor freigestellt. Möglichkeit und dann, oh, Schmidt. Boah, ich denke, das Tor zählt nicht. Da hatte Olaf Schmidt die Fangern drauf. Also, aber Entscheidung des Schiedsrichters auf Tor. Aber sofort direkt angezeigt, dass er zum Videobeweis geht. Jetzt sehen wir es nochmal. Scheibe kullert da Richtung Linie, Hand ist drauf und dann schiebt den Kurt. Ja, die Hand von Olaf Schmidt über die Linie. Ja, unwahrscheinlich, dass das Tor zählt. Vielleicht ist es den Schiedsrichtern aus der Übertorkamera, die uns hier leider nicht zur Verfügung steht. Ja, hier sind wir aus der Perspektive, werden wir es, denke ich, jetzt auch gut sehen. Schmidt hat die Fangern drauf vor der Linie. Und dann wird nachgeschoben und ich, also aus meiner Sicht, durfte das nicht zählen. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir sind gespannt, was die Schiedsrichter entscheiden. Und die entscheiden auf kein Tor. Ja, und alles richtig. Ja. Ah, Proske. Und da ist das Tor. Erst Proske die Scheibe, der nicht sicher lässt, den nach vorne wegprallen. Und dann das 5:0 von Ravensburg. Torschütze müsste dann die Nummer 13 gewesen sein. Ja, Vinzenz Meyer. Boah, bitter, bitter, bitter für die Dresdner Eislöwen. Ja, Proske lässt nach vorne prallen und dann kann Dresden die Scheibe nicht klären. Und Vinzenz Meyer im Knien zum 0:5. Ja gut, da zählen die Dauerkarten natürlich alle mit rein. Ja, und Tor für Dresden. 90 Sekunden sind gespielt. Und der clever für Topscorer Nick Hürth verkürzt. Ja, trockener Handgelenksschuss in die kurze Ecke. Ja, da war auch noch Knackstedt vom Tor, hat versucht abzufälschen, aber es war einfach nicht. Toni Ritter hat im Slot sich platziert, nimmt da Olaf Schmidt die Sicht. Ja, Dresden ist wieder nur mit einem Verteidiger, mit Kevin Lavallee. Hört. Und hat Schmidt den Schläger verloren. Ja. Hat jetzt den Feldspielerschläger in der Hand. Den er auch schon kurzzeitig verloren hatte. Jetzt die Möglichkeit. Aber Schuss geht am Tor vorbei. Knackstedt. Oh. Mitchell! Oh, das ist oh, die Tor! Aber das war von Dale Mitchell schon die Riesenmöglichkeit hier zum 5:2. Aber ich weiß nicht, ob er an die Latte ging. Ja, wir werden es gleich in der Wiederholung nochmal sehen. Pass kam von Klagschild, Mitchell. Boah, ja. Gehalten von Olaf Schmidt, die Scheibe an den Pfosten gelenkt. Und dann war es erneut der clever für Topscorer, nicht hört. Der die Scheibe über die Linie bringt, aber starker erster Save. Da ging er noch ans Lattenkreuz sogar ran. Mitchell. Oh, Pfosten und Tor! Tor! Thomas Biermeier mit dem 3:5. Boah, 5:30 knapp noch auf der Uhr. Geht hier noch was für Dresden? Wir sehen es nochmal, Mitchell bringt die Scheibe Richtung Tor, dann geht die Scheibe auch an den Pfosten und Piermeier nutzt den Nachschuss. Kramer. Oh, und jetzt die Kontermöglichkeit, da schläft die Dresdner Defensive wieder. Und jetzt 1:0 auf Florian Proske. Und das Tor. Mehr eiskalt zum 3:6. Ja, es war quasi eine Penalty-Situation dann schon. Ja, aber Thomas Merl da eiskalt, aber wie schlecht sah da wieder die Dresdner Defensive aus. Da wären zwei Spieler der Tower Stars allein auf Florian Proske zugelaufen.
Ja, und damit durfte, ja, man will es nicht zu früh sagen, aber das jetzt nochmal zu drehen, das wird sehr, sehr spannend. Das Dresdner Eisläufer, man darf gespannt sein. Nächste Möglichkeit, Rob Flick. Und da, wow. Ich habe die Scheibe schon drin gesehen. Aber da war das Alex Dotzler war das, der da Dresden vor dem 7. Gegentreffer bewahrt hat. Ja, und damit ist die Begegnung zwischen Dresden und Ravensburg zu Ende. Die Tower Stars nehmen die 3 Punkte mit in die Heimat. Verdient über die komplette Spielzeit gesehen, auch wenn man im letzten Drill nochmal ein kleines Aufbäumen von Dresdner Seite gesehen hat. Aber das kam dann einfach definitiv zu spät, ja, muss man sagen. Aber muss man auch offen und ehrlich sein, da hat Ravensburg schon wieder einen Gang zurückgeschalten, um einfach Kräfte zu sparen. Ja, was bleibt hier Rico Rossi jetzt unter der Woche übrig? Was kann man da machen? Ich könnte mir vorstellen, dass personell da auf jeden Fall nochmal nachgesteuert wird. Ja, nachgesteuert, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Spieler. Ja, ich sag mal, was passieren wird. Wir wissen nichts, das ist unsere Vermutung. Wir werden sehen, was passiert unter der Woche. Jetzt kommen wir noch zur Ehrung der Spieler des Tages beider Mannschaften. Auf Seiten der Gäste ist es die Nummer 86, der Assistenzkapitän Andreas Driendl. Und auf Dresdner Seite könnte es Toni Ritter oder Elvis Bieseis werden. Ja, oder Nick Hörn, der Doppeltorschütze am heutigen Abend. Ja, genau, das ist Nick Hörns. Der ja, ansonsten ja, zu viel war nicht zu sehen von der Reihe um Knackstedt und Hürth. Ja, bitterer Abend auf jeden Fall für Dresden. Wir schauen ganz kurz noch, wie es für beide Mannschaften weitergeht. Ravensburg spielt am Freitag um 19.30 Uhr in Kaufbeuren. Für Dresden geht es ebenfalls mit einem Auswärtsspiel weiter am Freitag in Landshut, bevor es dann hier am Sonntag zum ersten Familientag die Saison kommt. Um 16 Uhr zu Gast dann die Löwen aus Frankfurt. Ja, wir werden auf jeden Fall wieder hier live dabei sein bei Eislöwen TV, bei Spray TV. Ansonsten wünschen wir den offiziellen und mitgereisten Fans der Ravensburg Tower Stars natürlich eine gute und sichere Heimreise. Es lohnt sich auf jeden Fall noch dran zu bleiben. Es wird noch Interviews auf dem Eis geben und auch die Pressekonferenz im Nachgang wird noch zu sehen sein hier bei Eislöwen TV. Genau. Also von meiner Seite aus allen noch einen schönen Sonntagabend und bis bald hier aus Dresden. Bis bald. Ciao. Ja, bei mir ist jetzt Thomas Piermaier zum Interview. Was ist dein Fazit zum Spiel? Ja, keine Ahnung. Wir spielen irgendwie ohne Selbstvertrauen. Es kommt das eine auf das andere. Wir haben gut in Heilbronn gespielt. Das ist natürlich dann. Es hat uns irgendwie so einen kleinen Genickbruch gegeben. Ja, wir sind ein bisschen zögerlich da draußen. Ich würde schon fast sagen, ängstlich. Und das müssen wir aus unseren Köpfen rauskriegen. Wir müssen uns wieder auf den, ja, so an den Kleinigkeiten, die müssen wir erstmal richtig machen und dann schauen, dass wir von da aus wieder die schwierigeren Sachen machen. Aber wir stecken gerade tief in der Scheiße, müssen uns da irgendwie rausziehen. Wir brauchen nicht um heißen Brei drumherum gehen. Das ist nicht gut, was wir gerade momentan machen, aber es ist eine schwierige Zeit. Ich würde es auch gerne lieber haben, dass es anders ist, aber ja, wie gesagt, ich habe nicht wirklich Worte dafür. Wir müssen einfach von Spiel zu Spiel denken. Wir müssen schauen, dass wir jetzt unter der Woche wieder gut trainieren. Mir tut es schon fast leid, aber es ist ärgerlich. Dann vielen Dank und viel Glück fürs nächste Spiel. Ja, heute Thomas Brandl bei mir. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, deine Spielanschätzung. Danke. Ja, ich glaube, wir haben es relativ clever gemacht, haben den Eislöwen nicht so viel Platz gegeben, haben unsere Chancen am Anfang auch eiskalt ausgenutzt und ich glaube, das hat dann das Spiel auch mit entschieden. Wir sind im letzten Drittel nochmal rangekommen. Was war dann doch der Knackpunkt, dass ihr nochmal ein Tor geschossen habt? Ja, ich glaube, da haben wir unsere Sachen nicht mehr so gut wie vorher gemacht, haben leichte Fehler gemacht, haben uns zu sehr mit dem Schiedsrichter auch beschäftigt und ich glaube, wenn man dann zu viel auf der Strafbank sitzt, dann ist es schwierig, dass man kein Tor bekommt und letztendlich haben sie das dann auch eiskalt ausgenutzt und wieder zurückgekommen, aber dann haben wir Gott sei Dank noch im entscheidenden Moment das 6. Tor geschossen und dann war, glaube ich, die Geschichte durch.